Jetzt kommen wir aber zu einem sehr ernsthaften Thema. Ihr wisst ja, Tic-Tac-Toe haben eine Pressekonferenz gegeben, heute Vormittag in München. Und wir waren dabei und wir zeigen euch das mal jetzt. Also ich habe keine Psychotherapie gemacht oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie das in die Welt kommt. Ich habe lediglich ein Stressaufbautraining gemacht mit einem Psychologen. Wir geben kein Interview und sagen eine Woche später, das stimmt doch alles gar nicht. Das ist Schwachsinn. Wir sind immer noch der Meinung, wir wurden juristisch gezwungen, das einzubilden. Ja. Okay. Und wir werden, wir sind auch froh, wenn es alles so ist, wenn ihr es wieder besser geht und so, sind wir unglaublich froh, dass es so weitergeht und der Act Tic-Tac-Toe einfach weitermacht. Ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin Herr über mich selbst und ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Wir haben uns seit 3,5 Wochen nicht mehr gesprochen. Es wurde eine Vereinbarung einfach umgekippt von Ricky, die wir zusammen gemacht haben. Das war nicht und das kann war ich jetzt bitte zu Ende sprechen? Und ich weiß nur, wir haben gestern 5 Minuten zusammen gesprochen und es sind ganz neue Dinge, die hier kommen. Wir waren genauso verwirrt wie ihr über diese ganzen Geschichten. Ich möchte jetzt mal was dazu sagen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich mal mit unserer Managerin unterhalten würden und mit also, meiner Rechtsanwalt und mit eurer Rechtsanwalt. Nein, meine Rechtsanwälte haben... Was hast du mit meinem Rechtsanwalt? Du hast noch nie was von meinem Rechtsanwalt nicht, gehört. Vielleicht möchtest du das ja, vielleicht ist es ja besser. Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Oh. Wow. Also nein. Ich werde eins sagen, ganz ehrlich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Morddrohung bekommen. Ja, und du hier auf der Bühne als Lügner beschimpft wirst, obwohl man für diese Person eine Menge getan hat. Ja, 2,5 Jahre lang, wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren, hat sie bei mir geschlafen. Ich gehe jetzt von der Bühne. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das ist Yeah.